Oh. Alfan hier, ich grüße euch. Willkommen auf meinem Channel. Wie versprochen, heute das 1.0 Opening vom ersten und teuersten Digimon Set. Ja, ich wage mich nochmal ran. Und auch in Zukunft folgen hier immer wieder Openings von verschiedenen Kartensets. Auch Pokémon, Yu-Gi-Oh! Je nachdem, was mir gefällt. Und auch andere Sammlersachen werden hier vorgestellt. Ich hatte es ja schon mal angesprochen in der Marktübersicht. Die kommt übrigens jetzt diese Woche. Ich habe euch ja gesagt, nicht immer genau nach 7 Tagen oder so, weil die Preise ändern sich jetzt auch nicht immer so heftig. Sollte ich jetzt irgendwas feststellen, dann würde ich jetzt irgendwie so ein Notvideo machen. Ja, wenn da irgendein Preissturz oder irgendein Preisanstieg passiert. Aber sonst im Schnitt, ja, immer so 7 Tage, 8, 9 Tage. Und dann kann ich euch auch ein paar Sachen über BTF erzählen. Aber jetzt hier, ich habe schon mal die Folie abgenommen. Das allererste, so hat es angefangen im Englischen, ne, ist jetzt auch schon 2 Jahre in etwa her, als das rausgekommen ist. Ist ein sehr großes Set. Wir gucken uns nochmal hier die Rückseite an. 3 verschiedene Secret Rares, 20 Super Rares und 45 Rares. Lohnt sich das? Das Ding kostet jetzt ungefähr um die 120 Euro. Ich sag mal, wenn wir eine richtige Kombination ziehen von den guten Karten, dann kann sich das sogar lohnen noch. Aber darum geht es mir nicht primär. Mir fehlen hier nur noch ein paar Karten. Lilithmon, Normalart, Bilzemon, Normalart. Ja, werden wir sehen. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Hier Boxtopper, Kari Kamiya. Warte mal, ich kann das auch hier nochmal kurz anmachen. So, zieht jetzt ein bisschen. Schon fast. So. Ja, so geht das. Die Boxtopper haben oftmals. Ja, das sind ein paar Euro. Dann, wie gehabt, hier ein Dashpack. Special Box Promotion Pack. Von denen habe ich tatsächlich alle. Ihr könnt ja auch immer auf der Rückseite stehen, ja auch immer hier drauf, welche Karten ihr da drin bekommen könnt. Hier sind immer 2 jeweils, diese Paarung. Entweder Garurumon, Veragrumon oder die anderen beiden Paarungen drin. Werde ich zum anderen Zeitpunkt öffnen. Ich würde sagen, wir fangen dann jetzt auch einfach mal an und schauen, was wir Feines ziehen. Ich habe ja auch mal ein Wiege-Video gemacht und man kann diese ersten Sets kann man abwiegen. Ja? Ich habe auch noch ein paar tote Booster-Packs irgendwo rumliegen. Nur man kann noch Tai ziehen und der kostet über 10. Oh, guck mal hier, Dolphmon, Blade of the True, Pumpkinmon, Elecmon, Hagurumon, Okuwamon, Magnadramon, Looking Back on the Good Times, Yagamon, Mistymon, Yamon und eine Checklist-Karte. Guck mal, hier sind die Rares noch so gehalten, ne? Mit diesem goldenen Rahmen. Heutzutage haben die ja alle diese leicht reflektierende holographische Erscheinungsform, sage ich mal. So, ich bin echt mal gespannt. Das ist noch ein Produkt, sage ich euch ehrlich, wenn ihr das zu Hause habt und ihr habt eigentlich schon die meisten Karten, könnt ihr das auch gerne zu Hause noch liegen lassen als Sealed Product. Werde ich mir auch nochmal 1 oder 2 holen für die Sammlung. Und die einzelnen sollte ich jetzt heute nicht ziehen. Die kaufe ich mir dann so. Monzaemon, Blade of the True, Gotsumon, Vanyamon, Haiandromon, auch nicht schlecht, Tanemon, Mimi Tachikawa. Ich blende die Preise ein von den etwas teuren Karten. Und bei den anderen kann ich euch ungefähr sagen, in welche Richtung sie gehen. Ich habe die Preise so noch ganz gut im Kopf. Ja, auch einige Karten in meiner Marktübersicht vorhanden, die wir hier theoretisch ziehen können. Oh, ich glaube, hier haben wir was. Mal gucken, was das ist. Sieht nach einem alternativen Artwork aus, Leute. Gravity Crush, Volcanic Dramon. Der kommt jetzt auch bei EX3 wieder. Gilmon, auch nice. Heat Viper, Ogamon, Monodramon, Frigimon, Tentomon, Cherrymon, Petermon. Blauer Kanon. Alternativ war. Okay, Leute. Es ist
Die habe ich schon. Aber guckt euch mal bitte diese Karte an. Müsste auch eigentlich ganz gut rüberkommen jetzt hier mit dem Licht. Oh, das ist jetzt ungefähr so eine 30-Euro-Karte. Kann ich nicht meckern. Ja? Also, guter Pull. Witzigerweise fehlt mir nur das Normalart von ihr. So, ich ziehe mal ein paar Sleeves raus. Aber das ist nice. So, komm hier rein. Schupp. Lilithmon. Haben wir schon mal einen Alternativen abgehakt. Ah, die sind ja oftmals gemappt. Kann sogar sein, dass wir jetzt hier die andere haben. Ja, das ist bei Digimon ab und zu so, dass es immer auf der gleichen Höhe ist. Volcanic Dramon, Okuwamon, Kapurimon, Agumon Expert, Goblimon, Groundramon, Petamon, Saberleomon, Puppetmon, ich hasse ihn immer noch, Sora Takenouchi. Wo habt ihr euch hier die Trailer mal angeschaut von Chainsaw Man? Das geht ja nun richtig ab. Also das könnte mal wieder richtig ein Anime sein für mich. Ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile drei verschiedene Trailer. So. Jupp. Spiral Sword. Greymon. Wildmon. Mushroomon, Wergarurumon, Caesarmon, Rappermon, Back for Revenge, Mega Kabuterimon, Saber Leomon, Patamon und Togemon, der Kaktus. Boah, wir haben auch heute wirklich hier um die 30 Grad. Es ist echt hardcore. Jetzt ist es hier 15 Uhr. Es wird auch echt mal besser. Es wird sonst morgen im Büro wieder unmöglich. Ey, Agumon, Forbidden Temptation, Metal Tyrannomon, Darkness Claw, Palmon, Growlmon, Yokomon und Millenniummon. Das ist Millenniummon. Und witzigerweise, die Karte, kann ich euch was zu erzählen? Die war früher, hatte die anfänglichen Wert, könnt ihr euch erinnern, um die 40 Euro. Die kostet heute 3 Euro. Die ist wirklich also echt runtergegangen, muss man sagen. Aber witzigerweise, die fehlt mir echt noch. Und das Alternative, was ihr im First Anniversary Pack ziehen könnt von Double Diamond, ist sogar teurer, meines Wissens. Die kostet 6,7. Aber Millenniummon ist ziemlich nice. Kann man nichts gegen sagen, ne? Heftiger Typ. Während Lilithmon, ja, die war lange Zeit immer 40, 50, 60, ist jetzt bei 40. Ups. Aber oh, da hat sich das schon mal gelohnt. Nice. Weil auch für die anderen, ich will ja das Master Set von allen Display-Karten von Digimon. Weil alle Karten, Leute, das ist erstmal nahezu unmöglich. Die ganzen Turnierkarten für mehrere von 1000 Euro und so. Also das kann ich noch nicht realisieren. Great Tornado. Boah, ich hoffe, dass das nicht zu sehr ruckelt wegen der Beleuchtung in der Aufnahme. Naja, schauen wir mal. Gomamon, Leomon, Tapirmon, Frymon, Ikakumon und Garudamon. Garudamon habe ich auch noch nicht. Nices Ding. Das wird auch nur so eine 1- oder 2-Euro-Karte sein, glaube ich. In dem Dreh. Oder unter 5. Aber geiles Ding, Mann. Das ist sehr nice. Cool. Zack. Am Ende zeige ich euch natürlich noch mal alle Pulls wieder. Haben bis jetzt 3 Hits. 9 müssten es eigentlich sein. Oh, das sieht hier nach einem auch ein Super Rare Hit aus. Schauen wir mal. Metal Tyrannomon, V-Nova Blast, Kokuwamon, Guadromon, Kabuterimon, Night Raid, Tsukaimon, Metal Greymon, Titamon, Raimon, Metal Tyrannomon und ja, Mann. Oh, Magna Angelmon.
Ich habe es einmal in den letzten Videos. Bis jetzt habe ich in jedem 1.0 Display ihn gezogen hier, Magna Angemon. Und das ist eine Karte. Das ist die Super Rare, wenn es euch ums Finanzielle geht. Ich meine, Magna Angemon sieht doch ziemlich geil aus. Aber der kostet so um die 30 Euro. Bisschen höher sogar. Geiles Ding, ey. Oh, cooler Pull. Richtig gut. Magna Angemon. Heftig. Das Alternativ-Artwork kostet so 40. 40 plus. Wir schon mal nice Dinger gezogen, ey. Wir sind jetzt gerade vielleicht ungefähr bei der Hälfte von dem Wert vom Display. Vielleicht ein bisschen mehr. Gucken, was unser anderes Alternatives noch will. Das wird noch. Taikamiya! Die Karte kostet in etwa 10 Euro. Das ist nur eine Rare-Karte. Und Skullgreymon. Ja, auch immer ein geiles Digimon gewesen. Hatte ich früher echt ein bisschen Schiss vor, als er sich verwandelt hat, als ich kleiner war. Aber das ist ja auch Wahnsinn. Ja, für eine Rare-Karte ein Zehner. Teilweise könnt ihr Glück haben und die relativ häufig ziehen. In einem Display. Habe ich ja schon mal erwähnt. Die Populationen sind manchmal sehr komisch. Entweder zieht ihr einige Rares sehr häufig oder manchmal gar nicht. Selten, dass es denn sehr ausgeglichen ist. Golden Ripper, Andromon, Kapurimon, Agumon, Vegimon, Oblivion Bird, Gotsumon, Labramon, Garurumon, Venom, Miotismon. Ist nur eine Rare-Karte, aber guckt euch mal bitte das Artwork an, wie er nach uns greift. Ja. Und auch unten, hier sieht man schön so dieses goldene, geile Karte. Und dahinter Wargroymon. So. Da auch immer aufpassen. Ich weiß nicht, ob einige, ja, so bei Digimon, bei den Rare-Karten und auch teilweise Uncommons, immer Augen auf. Falls ihr die nachher für ein Appel und Ei verballert einfach, also verkauft. Würde ich immer echt gut erstmal nachschauen, die Preise. Gomamon, Great Tornado, ich kann auch ein bisschen schneller Garurumon, Tyrannomon, Boring Storm. Und für die Leute, die es nicht wissen, in diesem 1.0er Set haben sie mehrere Karten reingepackt, also vom BT1 bis BT3. Tsumemon und Taikamiya ist der andere Taikamiya, der ist aber nicht so viel wert. Da braucht ihr den roten, wenn. Und Tsumemon sieht immer ein bisschen fieser aus, das Auge. Der war früher mal ein paar Euro wert. Ich weiß nicht, wo der jetzt gerade steht. Ich schätze mal so um die 1 Euro oder 50 Cent, sowas. Boah, ich kann mich nicht beschweren, ey. Wen wollen wir denn jetzt noch haben? Den normalen Omnimon Super Rare. Der fehlt mir noch. Der normale Omnimon. Na komm. So. Nuklear Laser. Andromon. Impmon. Blast Fire. Wizardmon. Guadromon, Digitamon, Birdramon, Radiation Blade, Monmon, Cupimon, oh, mega weiß hier gerade mit dem Licht, Infinity Cannon, oh, guck mal hier, Maschinenramon geht richtig ab. Und, ach so, ja, teilweise erkenne ich die Rares nicht. Ich bin das jetzt durch die anderen Sets so gewohnt, dass die immer so offensichtlich schimmern. Zack. So, wir sind jetzt aber schon ungefähr die Hälfte. Ich kann das jetzt ein bisschen hier beschleunigen. Wir gucken mal. Oh. Nichts passiert. Smash Potatoes haben wir hier am Start. Ich muss noch was essen heute. Leomon, Dimension Skizza, Toy Agumon, den haben wir auch gefühlt. Ich weiß nicht, in wie vielen verschiedenen Sets. Forbidden Temptation. Ups. Wizardmon. Slash Angemon. Auch eine coole Form von Angemon. Wanyamon, auch eine kleine Katze. Shirinmon. Mad Dogfire. Keramon. Keramon kostet auch ein bisschen mehr, meines Wissens nach. Und dahinter ist man nichts. Die Rare-Karten kommen, wie gesagt, bei mir, bis auf jetzt Tai, weil der über 10 ist, kommen die alle in so ein Teambag zusammen. So, und dann habe ich auch schon gesagt, nächsten Monat bestelle ich echt mal ein Case aus Japan, gehe ich mal von aus, von EX3.
Vegimon, Gilmon, Oblivion Bird, Larisamon, Frigimon. Oh, den benötige ich jetzt, ey. Kurisarimon, der ist auch im Tournament Pack Volume 1 drin, als alternatives Artwork. Tentomon, Biomon, hier die Starter gerade. Izizumi und Rosemon. Ja, okay. Rosemon. Da habe ich mir mal die Frage gestellt, guckt euch mal ihren Kopf an. Ja, irgendwie ist das so ein bisschen komisch. So, was ist, wenn ein böses Digimon in ihr die Blüten abpflückt? Ja, Malomiotismon wäre so ein Typ. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass der so ein Ding abzieht, ey. Da haben wir ja auch letztens, könnt ihr mal vorbeigucken, in meinem BT10 Opening, wir haben Bloom Lordmon gezogen. Ne? Die sieht dann schon ein bisschen anders aus vom Kaliber her. Zack. Muss ich mal gucken, ob ich euch irgendwann mal meine Polybag-Sammlung zeige von Lego. Das habe ich mir auch noch mal vorgehabt. Numemon, Hornbuster, Tsukaimon, Pagumon, Muchomon, Leomon, Loderleiomon, River of Power, Joey Kiddo und Lilimon. Ja. Zack. Obwohl, ich muss jetzt gerade sagen, von der Population der Rares haben wir durchaus unterschiedliche gezogen. Ich weiß auch gar nicht, ob man TK Takaishi im 1,5er oder 1,0er zieht, weil es gibt noch das 1,5er Display, das ist das zweite englische. Und da sind ja auch BT1 bis BT3 drin. Ja, deswegen, das ist mal ein bisschen schwierig, sich das da alles zu merken. Alecmon, Baby Domon, Demi Devimon, cool. Growlmon, Chimeramon. Auch ein geiles Digimon. Und Tyrannomon. Zack. Ah, wir kommen langsam zum Ende. So, und ich hoffe auch nächsten Monat klappt das, dass ich livestreame Hearthstone oder vielleicht auch mal andere Spiele. Und ich werde immer in so einem gewissen Intervall werde ich Booster Packs öffnen von verschiedenen Trading Card Games. Wahrscheinlich wird Digimon häufig vorkommen, aber auch mal Weiß-Schwarz, Battle Spirits. Vielleicht gucke ich sogar mal bei Vanguard rein. Auch wenn das wohl am Sterben ist, das Spiel. Stört mich jetzt nicht so sehr. Die Karten sehen teilweise, oh, die war teilweise damals 3 Euro. Ich glaube, jetzt kostet die 50 Cent oder so. Twampsword war ganz am Anfang eine 4 Euro Option-Karte. Die war ziemlich teuer. Ja. Und muss ich auch mal gucken bei Pokémon. Hier Lost Abyss oder wie heißt das neueste Set? Ja, ich will einmal, glaube ich, vorbeigucken. Bei Pokémon Go. Ja, ich mochte den alternativen Mewtwo und noch zwei, drei andere Karten. Aber bei dem Lost Abyss sind mehrere Karten und auch so viele geile Giratina, also verschiedene Varianten davon. Rappermon, Agumon, Monsaemon, Monodramon, Dimension Skizzer, Schumon, Boltmon, Tapiemon, Breakdramon, Kari, Kamiya und Diaboromon, Super Rare. Nehmen wir mit. Unter 5 Euro Karte, sage ich jetzt mal. Also ein alternatives ziehen wir noch. Ich weiß gar nicht, ich guck mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Super Rares und einen Alt gezogen. Eigentlich, oh Gott, war die Population hier anders, aber eigentlich müssen jetzt noch ein paar kommen, Leute. Garurumon, Pumpkinmon, Halloween ist doch auch jetzt irgendwann nochmal am Start. Hornbuster, Tsukaimon, Pagumon, Birdramon, Vergarurumon, Palmon, Infamon gibt es auch als im Tournament Volume Pack, ich glaube 1. Und wen haben wir da? Seraphimon. Gut, den nehmen wir auch mit. Seraphimon, Leute, der sieht heftig aus, oder? Auch wieder so ein heftiger ja, Ritter. Ist ja eigentlich ein Engel, aber trotzdem. Geiles Artwork. Die war früher so ein 10er. Dürfte jetzt so bei 5 oder 4 Euro liegen. Blende halt nur, glaube ich, die alternativen Artworks ein. Von den Preisen.
So. Oh, wir sind jetzt bald echt am Ende angekommen. Mal gucken. Hab ich eine alternative Saatgurke verpasst? Aber glaube ich nicht. Also eigentlich kenne ich die alle. Pumpkin Mon, Blast Fire, Mushroom Mon, Liar Mon, Great Tornado, Dolph Mon, Wild Mon, Siren Mon, Tinker Mon, Spider Shooter, Metal Cytomon. Hier gefällt mir auch echt, achtet mal hier so auf diesen orangenen Blitz. Sieht echt mega cool aus. Tiger hatten wir noch gar nicht gezogen heute. Und die Checkliste. Ich weiß nicht, ob ihr das eben gehört habt, das war eben mein Hund im Hintergrund. Der muckt nämlich auf. So. Gott, das sind ja, glaube ich, schon 20 Minuten. Ich versuche mal ein bisschen zu beschleunigen. Hier Metal Greymon, Volcanic Dramon, Forbidden Temptation, Ogamon, Heart Attack, Metal Itemon, fand ich auch immer ganz schrecklich. Einige feiern den ja echt. Ground Dramon, Skull Greymon und Bilzimon geil! Yeah! Oh. Die kostet so in etwa, oh Gott, 30 Euro, 35 Euro. Das Alternative ist ja die zweiteuerste Karte in diesem Set. Aber wie geil ist das denn bitte, Mann? Der kommt natürlich auch gleich im Top-Loader, nicht im Binder. Irgendwann stelle ich euch mal meine Sammlung vor. Wird noch ein bisschen dauern. Nur, da werdet ihr ganz viele Karten im Top-Loader sehen und nicht im Binder. Oh. Monsaemon, Gorillamon, Armadillomon. Hearts Attack, Mon Mon. Mal gucken, wen wir hier noch als Mart Ichida und Child of the Just. Zack. Oh, da ziehen wir wirklich Bilzimon. Wie geil, ey. Das war also ein stabiles Display. Wir haben drei Karten gezogen mit ungefähr etwas über 30 Euro an Wert. Ja. Da kann man echt nicht meckern. Value-technisch liefern die Digimon-Displays oftmals ab. Giga Blaster und Agumon als Starter nehmen wir auch noch. Zack. Und die letzte Karte. Mal gucken, ob wir noch irgendwas ziehen. Ob noch eine Super Rare irgendwo versteckt ist. Und hier war auch besser, dass immer die letzte Karte. Weil die letzte Karte ist ja eigentlich immer die seltenste in den meisten Fällen. Oh, hier haben wir, glaube ich, noch einen Hit, Leute. Oh. Dass da noch eine Karte hinten dran ist, damit die nicht immer so beschädigt sind. Nuclear Laser, Digitamon, Blastfire, Gabumon, Hyandromon, Darkmon, Kuvagamon, Upamon. Der weiß ich gar nicht. Ob der auch noch ein bisschen was an Wert hat. Und Metal Garurumon. Ja, Leute, Metal Garurumon. Auch geiles Digimon. Geile Karten gezogen, Mann. Könnt ihr das hier so sehen? Ja. Yeah. Oh. Oh. Ich weiß gar nicht. Zack. So. Schauen wir uns einmal kurz die ganzen Hits an. Wir haben aber auch nur einmal wirklich teilgezogen. Der kostet hier vielleicht so um die 5 Euro. Metal Garurumon. Bilzimon Alternativart. Seraphimon. Diaborumon. Rosemon. Magna Angnemon. Garudamon. Millenniummon, Lilithmon und Taikamiya. Leute, das war's. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Und dann kommt jetzt im Laufe dieser Woche kommt die Marktübersicht. Ja, die Marktübersicht wird niemals aufgegeben. Macht es gut, euer Alphan. Tschüss.